Also, wir sind in der siebten Klasse und wir beschäftigen uns gleich mal zu Anfang mit dem wichtigen Thema Gleichungen lösen. Das wird uns nämlich im Laufe der Zeit viel mehr nützen, als wenn wir jetzt erst mit rationalen Zahlen anfangen, mit Klammern auflösen und so weiter. Gleichungen lösen, da lernt man gleich automatisch vieles andere mit dazu. Wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, früher, als wir noch klein waren, in der ersten Klasse, da standen da solche Aufgaben mit Kästchen, 2 plus Kästchen ist 9 und dann wussten wir, aha, da muss eine 7 rein. Ja, gut. Schön. Nur, irgendwann kann man sich auch daran gewöhnen, dass das heißt, 2 plus x oder 2 plus a ist gleich 9. Auch das lässt sich ganz einfach erraten. Das mathematische Verfahren erraten ist ein normales Verfahren. Man kann das so rechnen, dass man sagt, warte mal, von der 2 bis zur 9, ja, da muss ich 7 dazu zählen. Okay. Aber ein wesentlich eleganteres Verfahren ist, wenn wir uns eine Gleichung als eine Waage nehmen und das Wort ist gleich auch wirklich als Gleichstand der Waage so betrachten. Also die Waage ist hier in der Mitte aufgehängt, die ist drehbar gelagert und beide sind im Gleichstand. Und dann bedeutet das, wenn ich in der Waage nichts habe, ist im Gleichstand. Und wenn ich hier etwas reinlege, dann muss ich auch hier etwas reinlegen. Sonst ist das Wort ist gleich nicht erfüllt. Wenn ich dann noch 2 blaue Kugeln reinlege, muss ich auch hier 2 blaue Kugeln reinlegen. Und so weiter. Wenn ich etwas rausnehme, muss ich es wieder auf beiden Seiten gleichartig rausnehmen. Ansonsten würde mir die Waage umkippen. Und das Ganze hat Folgendes zum Ziel, dass man bei solchen Gleichungen zum Schluss rausbekommt, x ist gleich. Das muss dann alleine stehen. Das Ergebnis, das wollen wir haben. Und da gibt es einen Weg, das nennt sich Gleichungen lösen, und zwar, oder Gleichungen auflösen, sagt man auch. Dazu brauchen wir ein neues Zeichen, das ist der Regiestrich. Das ist ein senkrechter Strich. Nicht schräg irgendwie, sondern nur senkrechte Striche zählen. Und dahinter schreibt man etwas, was man sich auf der nächsten Zeile vornimmt. Jetzt sagt man, wenn x alleine stehen soll, dann muss alles, was nicht x heißt, weg. Das heißt in diesem Fall, was heißt hier nicht x? Plus 2. Das Gegenteil von plus 2 ist minus 2. Gut. Ich schreibe jetzt nochmal die alte Gleichung hin. 2 plus x, ich lasse mir mal ein bisschen Platz. Diese Zeile hier, diese Zwischenzeile, die werden wir bald nicht mehr brauchen. Ich schreibe also die alte Gleichung nochmal hin und sage so, und jetzt mache ich das hier. Minus 2, was ich mir vorgenommen habe, auf beiden Seiten. Denkt an die Waage. Minus 2. Und jetzt fasse ich den ganzen Kram zusammen und sage, jetzt schreibe ich mal sauber ab. Denn diese 2 und diese 2, die heben sich ja auf. 2 minus 2, ich kann hier die Reihenfolge ändern, ne? Ich kann dann sagen x plus 2 minus 2. Und dann hebt sich das auf. Das heißt, eine 0 kann ich mir schenken. Also lasse ich das x so alleine stehen. Hier gibt es was Technisches. Oder weil es um 9 ist, hat irgendeine Uhr gepiept oder so. Gut, also 2 minus 2 ist nichts mehr. Und 0 müssen wir nicht hinschreiben. Das x steht wirklich alleine. Und 9 minus 2 ist 7. Na. 9 minus 2 ist also 7. Und das war ja unser Ziel, dass wir die Gleichung lösen, dass wir das Ergebnis herausbekommen. Das ist jetzt noch Quatsch, denkt man sich. Das hätte ich auch so gekonnt. Gut, probieren wir das Gleiche an der nächsten Gleichung aus. Das funktioniert auch mit anderen Zahlen. Zum Beispiel, wenn da steht, x minus 2 ist gleich minus 9. Nee, minus 8. Machen wir minus 8 daraus, damit es nicht immer die gleichen Zahlen sind. So. Wenn das jetzt so dasteht, dann sage ich, Moment, wer heißt hier nicht richtig x minus 2? Gegenteil, plus 2. Ach, ich hätte es mal gleich in einer anderen Farbe machen sollen. Plus 2, dann wechsle ich mal die Farbe. Jetzt schreibe ich meine Gleichung wieder ab und sage, gut, ein bisschen Platz lassen, x minus 2, aber ist gleich immer untereinander, ist gleich minus 8. Und jetzt mache ich das, plus 2, plus 2, auch hier, auf beiden Seiten. Jetzt fasse ich das zusammen, sage minus 2 plus 2 ist weg, also bleibt das x alleine stehen. Oh, schön. Und minus 8 plus 2 ist minus 6. Und ich bin mit dieser Gleichung wieder fertig. Ergebnisse doppelt unterstreichen. Machen wir das Ganze mal mit der anderen Variante. X mal 3 ist gleich 24. Gut, wer heißt hier nicht x? Wir wissen es schon, mal 3, also Gegenteil ist durch 3. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir schreiben durch 3 nur hier hinten noch mit oder in ganz seltenen Ausnahmefällen mit Doppelpunkt. Das ist sonst Babyschreibweise, sage ich gerne dazu. Wir schreiben erstmal ab. X mal 3. Und jetzt kommt dieses
durch 3 gleich. Und zwar durch 3 schreiben wir als Bruchstrich. Das heißt auch durch 3. Wir haben aber einen Vorteil, denn wir haben im Allgemeinen dann schon fast hinten das fertige Ergebnis. Jetzt wird noch gekürzt, also gesäubert praktisch. Durch 3 jeweils entsteht eine 1 und etwas mal 1 durch 1 bleibt so, Gesundheit. Also lassen wir das x alleine stehen und 24 durch 3 kennen wir, ist 8. Man könnte hier auch kürzen, durch 3 ist 1, durch 3 ist 8. Aber da das so einfach ist, kann man das auch ganz schnell so machen. Fertig. Gibt es bis dahin Fragen? Gut, weiter geht's. Jetzt haben wir das, das war eine Multiplikation, das war eine, wie nennt sich das Minus? Ja? Differenz ist Ergebnis? Subtraktion. Subtraktion, genau. Wir haben subtrahiert. Kein Problem. Okay, jetzt fehlt uns noch die Division, genau. Also, und jetzt steht da x durch 7 ist gleich 4. Ich schreibe es gleich im Profi. Ich kann schon gar nicht mehr anders. Also ich schreibe es immer mit Bruchstrich. Und das machen große Mathematiker, kleine Mathematiker, das machen alle. Wer heißt hier nicht x? Große Frage, ganz klar. Es heißt, durch 7 ist nicht x, also mal 7 ist das Gegenteil. Gleichung abschreiben. X durch 7 ist gleich 4. Jetzt mal 7. Durch heißt ja immer, das kommt unter den Bruchstrich. Mal kommt auf den Bruchstrich. Mal 7 mal 7. Jo, jetzt schreit es ja nach dem Ergebnis. Ne? Das ist ja im Prinzip, leichter geht es nicht. Wir kürzen nochmal, obwohl wir das später wirklich nicht mehr machen müssen. Und das ist hier, das sieht man dann schon, das kürzt sich. Wir machen es ja, damit es sich kürzt. Also steht x alleine, x ist gleich 4 mal 7 ist 28. So, das war die grundsätzliche Vorgehensweise. Kurze Pause. Das zum Grundsätzlichen. Jetzt werden wir mal die ganze Sache etwas schwieriger machen. Ein kleines bisschen. Denn das heißt ja nicht immer, dass solche einfachen Gleichungen kommen, die man sowieso im Kopf kann. Was ist, wenn Folgendes dasteht? Ich nehme jetzt mal wahllos Zahlen. 3 mal x. Ich sage gleich 3x, ne? 3 Äpfel sagt man auch nicht, 3 mal ein Apfel. 3x plus 4 ist gleich, was weiß ich, 5. Was jetzt? Jetzt kann man es nicht mehr so leicht erraten. Und jetzt gibt es eine Regel, die heißt, normalerweise beim Rechnen, Klammer zuerst, dann Punktrechnung, dann Strichrechnung. Ne? Da sage ich immer Klaps. Klammer, Punkt, Strich. Klammer, Punkt, Strich, Klaps. Beim Gleichunglösen macht man Klaps rückwärts, das geht besser. Klaps rückwärts geht so. Das heißt, wir kümmern uns zuerst um die Strichrechnung. Wer heißt denn hier nicht x? Ja, 3 mal heißt nicht x und plus 4 heißt nicht x. Die Strichrechnung steckt aber hier, plus 4. Das ist das Erste, was wir machen. Also, Regiestrich, minus 4. Ja, plus 4 stört, natürlich 3 mal stört auch, aber das ist die Strichrechnung. So, jetzt der Übersichtlichkeit halber nochmal abschreiben, damit wir es dann später, das können wir dann später, wie gesagt, weglassen. Und jetzt, auf beiden Seiten, minus 4, haha, wird sich auflösen, und minus 4, hoch sehr leicht. Jetzt steht sauber abgeschrieben hier, 3x ist gleich 1. Noch klar? Jetzt stört noch 3 mal, also Gegenteil durch 3. Abschreiben, 3x ist gleich 1, und jetzt durch 3, durch 3, durch 3. Na super! Hier können wir sofort kürzen und hier können wir gar nicht mehr kürzen, aber das Ergebnis ist schon fertig. Wir müssen nicht mehr 1 durch 3, merkt ihr was? Der Vorteil der Babyschreibweise, der neuen Schreibweise, der Profischreibweise ist, man hat meistens schon Ergebnisse da. X ist gleich 1/3. Das üben wir jetzt gleich mal. Das geht hier um die Schreibweise, die reine Rechnung ist leicht. Und zwar, wer es sich traut, ich schreibe die ganze Sache jetzt mal in braun, wie das leichter geht. Ich schreibe mal 3x plus 4 ist gleich 5. Wer sich schon traut, macht es auch nicht mehr mit einer anderen Farbe und sagt, klappt rückwärts, das stört die 4, minus 4. In der nächsten Zeile wissen wir sowieso, dass das entfällt, also schreiben wir gleich 3x, haben wir nämlich die Zwischenzeile hier, die haben wir gespart, ist gleich 5 minus 4 ist 1. Jetzt durch 3, das wird sich hier kürzen, ist mir also egal, und hier steht 1 durch 3, fertig. Dann hat man so ein Ding in 3 Zeilen gelöst. Fragen bis dahin. So, jetzt können wir mal Aufgaben dieses Typs hier, wie ich es eben dargestellt habe, üben.
Machen wir auch. Ich werde jetzt hier Pause drücken, werde schnell ein paar Aufgaben, naja, im Moment werde ich immer erst eine Aufgabe hinschreiben. Und wer zu Hause als Neuling, wer uns hier nicht kennt, wer das zu Hause macht, der hält dann das Video, sobald er die Aufgabe sieht, an, guckt weg, rechnet die Aufgabe alleine und drückt dann erst wieder die Pause-Taste, also auf Weiter, und guckt sich dann an, wie hat es der Olle hier gemacht? Aha, oh, da habe ich was falsch gemacht oder vielleicht hat der Olle sogar einen Fehler gemacht. Also, ich mache mal kurz Pause, schreibe eine Aufgabe auf und dann geht das los. So, Pause-Taste. Jetzt für zu Hause. 7x minus 9 ist gleich 5. Und ich drücke jetzt die Pause-Taste und ihr, die ihr üben wollt, drückt auch die Pause-Taste und rechnet das Ding aus. Gut, wie löst man das? Ich mache das jetzt noch mit Zwischenzeile. Man sagt, okay, Klaps rückwärts, Strich, Rechnung zuerst. Aha. Plus 9. Ich lasse jetzt mal die Farben weg, ne, langsam. Also, 7x minus 9 ist gleich 5. Und jetzt auf beiden Seiten plus 9, plus 9. Jetzt gucken wir und sagen, minus 9 plus 9 hat sich aufgehoben. Links steht nur noch 7x. Und 5 plus 9 ist 14. Prima. Mal 7. Wenn nichts da steht, steht ein stilles Mal da. Mal 7 stört mich durch 7. 7x ist gleich 14 durch 7 durch 7. Hier kürzt sich's. Das war ja mein Ziel. Schön. X steht alleine und 14 durch 7 ist 2. Schrupp. Gibt es Fragen? Diese Zwischenzeilen, die kann man dann im Laufe des Lebens weglassen, aber die Schreibweise ist grundsätzlich so. Ich mache mal was Schlimmes jetzt. Ich zeige mal, was manche Schüler denken, das kann man ja auch machen. 7, das ist rot, das ist falsch, was ich jetzt mache. 7x minus 9 ist gleich 5, war die Gleichung. Ich mache es extra in rot, das ist falsch. Bitte dran denken. Ah ja, plus 9, ja gut. 7x minus 9 ist gleich 14. Merkt ihr was? Regiestrich weggelassen und dann nicht auf beiden Zeilen gemacht. Noch genauso blöd oder schlimm ist es, wenn man Folgendes tut. Man macht den Regiestrich vielleicht noch. Plus 9. Ah ja, plus 9. Gesundheit. Dann schreibe ich mal hier auch noch plus 9 dazu. Okay, dann kann ich das so lassen. Achtung, das ist mathematisch Mist. Denn ich kann zwar hier plus 9 dazu schreiben, aber der Regiestrich trennt das immer noch. Nicht machen, das ist falsch, so nicht. Immer eine extra Zeile schreiben. Mathe ist Schreiben, sage ich ja immer. Mathe ist deswegen Schreiben, weil man mit dem Schreibprozess es immer einfacher hinbekommt. Gucken wir uns nochmal an. Gucken wir uns mal die braune Gleichung, die ja auch links ist, die braune Gleichung an. Das stand geschrieben, bis hierher, von hier bis hier. Das stand geschrieben. Wer kann es im Kopf? Niemand. Durch etwas Schreiben, umschreiben, wird immer weniger draus. Denn bis hierher, dann war es plötzlich bloß noch diese Gleichung. Der Befehl, der Regiestrich und der Befehl dahinter, das ist jetzt egal. Die Gleichung wird durch neues Schreiben immer kleiner und das ist der Trick. Achtung, nächste Übungsaufgabe. So, neue Übungsaufgabe. X durch 4 plus 5 ist gleich 6. Probieren wir das mal aus. Pause, ihr zu Hause auch Pause und dann geht's weiter. Auch hier wieder das Typische, ich sage okay, Klaps rückwärts. Erstmal die 5 weg, also minus 5. Dann steht hier x durch 4 ist gleich 6 minus 5 ist 1. Jetzt habe ich die Zwischenzeile mal weggelassen. Kann ich das machen? Ist das jedem klar, dass ich die weglassen durfte? Ja? Gut. Und jetzt sage ich okay, und jetzt durch 4 stört mich, mal 4 ist das Gegenteil. Ich lasse jetzt wieder weg, x ist gleich 4. Schwupp. Und gleich die nächste Übungsaufgabe. Die mache ich mal in dunkelblau. Dann kann ich eigentlich daneben schreiben. X mal 3 plus 7 ist gleich minus 5. Ja. Ja, eben kam der Hinweis. Ich dachte, Sie schreiben das mal nicht mehr. Ja, wenn ich schreibe 3x, dann nicht. Aber wenn dann schreibt x 3, das geht nicht, dann schreibt man x mal 3. Gut, hier steckt eine kleine Klippe drin, hier steckt minus 5 drin, aber egal. So, ich gucke mir das an und sage, minus 7 stört zuerst. Minus 7. Dann heißt die nächste Zeile x mal 3 oder ich schreibe 3x. Das ist erlaubt. 3 mal 4 ist 12, 4 mal 3 ist 12. Kann ich sagen, x mal 3? Nö, 3x sieht schöner aus.
So, ist gleich minus 5, minus 7 ist minus 12. Ne? Vorstellung, minus 5 Grad. Es geht um weitere 7 Grad abwärts. Und jetzt teile ich durch 3, durch 3. Dann steht hier x ist gleich, Achtung, minus 4. Jetzt sind wir an einer ganz verrückten Stelle angelangt. Etwas Negatives durch was Positives teilen, bleibt negativ. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, jetzt gibt es solche Regeln, plus mal plus ist gleich plus, minus mal minus ist gleich plus, plus mal minus ist gleich minus, minus mal plus ist gleich minus. So eine Regel habt ihr schon mal gesehen? Ja, teilweise, teilweise nicht. Der Kern der ganzen Sache, der steckt woanders. Ich mach's mal mit Gelb. Der steckt hier drin, guckt mal. Etwas Gleiches, gleich und gleich gesellt sich gern. Etwas Gleiches ist positiv. Da brauche ich mir den Rest gar nicht zu merken. Ist das Vorzeichen gleich? Bleibt's plus. Es ist nicht gleich, dann ist es minus. Ist doch egal wie rum. Hm? Bloß mal nebenbei. So, jetzt haben wir die ganze Zeit so gearbeitet, dass wir gesagt haben, auf der linken Seite steht x. X ist gleich Ergebnis, kommt raus. Es ist überhaupt kein Verbrechen, wenn man sagt, beispielsweise x ist 4 oder 4 ist x. Ist dasselbe. Das wissen wir, können das vertauschen. Entweder x ist 4 oder 4 ist x, das ist dasselbe. Ich heiße Björn, Björn heißt ich. Ist doch scheißegal. Entschuldigung, das muss ich dann rausschneiden, das ist egal. Also, kann auch eine Aufgabe wie folgt aussehen. Und zwar so. 25 ist gleich x mal 5. Ich mache es mal mit der einfachen hier. Was passiert? Ich zeige es gleich. Acht mal auf den Stuhl. Was passiert? Es passiert nichts anderes. Ich lasse das x da, wo es ist und freue mich und sage, na und, durch 5. Ich schreibe da nicht alles um, ich wäre doch blöd. Also durch 5. 25 durch 5 ist 5. Und hier 5 durch 5 ist 1, also x steht alleine. Fertig. Jetzt heißt eben das ganze Ding, 5 ist x, ist doch egal. Und demzufolge könnte auch eine Übungsaufgabe jetzt so aussehen, dass da steht, 17 ist gleich x mal 3 minus 4. Macht die mal. Lasst aber das x da, wo es ist. Hier ist es wieder die Punktrechnung vor Strichrechnung, aber hier ist es rückwärts, klappt rückwärts, also plus 4 geht's los. 17 plus 4 ist 21, auf beiden Seiten plus 4. 4 minus 4 hebt sich auf, x mal 3, ich schreibe 3 mal x, ist schöner, 3x lasse ich da stehen. Ich teile durch 3 und freue mich, 21 durch 3 ist 7 und hier ist es das x alleine. Habt das? So, das Üben überlasse ich euch jetzt, auch ihr, die ihr zu Hause übt und das jetzt hier nicht dabei seid, übt zu Hause, indem ihr euch selber Gleichungen bastelt. Wie geht das? Na ganz einfach. Was ich hier gesagt habe, das ist einfach so, das habe ich einfach so aus dem Kopf heraus gemacht, habe das hingeschrieben. Jetzt könnte ja jemand sagen, wie ist denn das richtig? Stimmt das überhaupt hier? 7 ist gleich x, das soll stimmen. Denn hier oben haben wir ja eine Gleichung, hier diese Gleichung. Und da soll das stimmen? Ja. Das kann ich so überprüfen, indem ich sage, ich mache das so. Ich schreibe hin Probe und setze in die originale gelbe Gleichung genau das ein, was ich hier rausbekommen habe. 17 ist gleich. Und statt des x's schreibe ich die 7. Und jetzt schreibe ich wieder ab. Mal 3. Bis hier ging sie. Entschuldigung. 17 ist gleich 7. Ne? Statt x habe ich 7 geschrieben. Mal 3 und dann minus 4. Und jetzt rechne ich aus und sage, 17, das lasse ich, da ist nichts zu rechnen, 7 mal 3 ist 21, 21 minus 4, jawohl. Und wenn wirklich auf beiden Seiten das Gleiche steht, hier sieht man es, hier ist es leicht, dann habe ich richtig gerechnet und dann war meine selbstgestrickte Gleichung richtig gelöst. Machen wir die Probe mal hier. X durch 4 plus 5 ist 6. Probe, dann sieht das so aus. X ist 4, aha. Statt x durch 4 schreibe ich 4 durch 4 plus 5 ist gleich 6. Stimmt das? 4 durch 4 ist 1 plus 5 ist 6, sieht man schon. Jawohl. Fertig. So geht das. So kann man sich praktisch jede Gleichung selber zusammenbasteln. Kann ganz locker damit üben. Hier wäre es ein bisschen Schmuck am Nachthemd. Ne? Kann damit üben und hat automatisch seine Möglichkeiten für zu Hause.
Das Video ist jetzt schon fast 20 Minuten lang. Das ist ein bisschen lang für ein Video. Habe ich in der Zeit lernen müssen. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Wir üben jetzt im zweiten Teil nochmal weiter. Da kommen dann auch ein bisschen andere Typen. Das wird ein bisschen rätselhafter. Macht mehr Spaß. Also, bis zum nächsten Video.